Wir hatten ein sehr nettes, freundliches Gespräch. Es wurde auf mich eingegangen, auf meinen beruflichen Werdegang, den ich habe. Und ich habe sehr viel vom Schwarzen Kamel erfahren. Mein Bewerbungsgespräch, das war mit dem Herrn Peter Friese. Wir haben uns eine Uhrzeit ausgemacht. Ich war pünktlich da. Er hat noch ein paar Minuten gebraucht. Und dann haben wir uns für 1,5 Stunden zusammengesetzt, geplaudert. Und bin dann mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen, weil ich mit meiner Erfahrung und so weiter gewusst habe, dass ich da richtig aufgehoben bin. Das Beste ist, ganz locker reinzugehen ins Gespräch. Ich weiß, das ist nicht immer so einfach, wenn man auf Arbeitssuche ist und ein Bewerbungsgespräch hat. Aber umso lockerer, umso mehr kann ich aus der Person herauslesen, wie sie tickt, wie sie macht. Einfach kommen, einfach wollen, einfach darüber nachdenken, ist der Schwarze Kamel der richtige Platz für mich. Am Ende des Bewerbungsgesprächs bin ich dann zum Probetag eingeladen worden. Der war gleich einen Tag später. So konnte ich das Schwarze Kamel besser kennenlernen und das Schwarze Kamel auch mich besser kennenlernen. Der Probetag war sehr informativ. Ich habe alle Bereiche des Hauses kennengelernt. Es war spannend und interessant. Ein guter Tipp, wenn man sich im Schwarzen Kamel bewirbt, ist, außer dass man pünktlich ist und gepflegt und ordentlich erscheint, vielleicht sich auch die Geschichte des Schwarzen Kamels durchgelesen hat und sagen kann, warum das Schwarze Kamel Schwarzes Kamel heißt, weil ja das mitunter eine Frage ist, die uns unsere Gäste tagtäglich öfter stellen und von daher ja, eine Schlüsselfrage ist. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich gerne diesen Job mache, dass ich Spaß an dem Job habe, dass ich auch Spaß daran habe, dass richtig brummt und dass viel zu tun ist, dann herkommen, ganz locker mit mir reden und alles andere ergibt sich von selbst.